Moin, mein Name ist Felix Brauner und ich mache fotorealistische digitale Kunst. Oder auch anders gesagt, CGI. Oder um es noch etwas einfacher zu formulieren, ich mache Bilder, die aussehen wie Fotos, aber eben keine sind. Manchmal wird es auch etwas abgespaced. Ich komme ursprünglich aus dem sonnigen Freiburg im Breisgau. Dort habe ich mich mit 19 Jahren als Fotograf und Filmgestalter selbstständig gemacht. Seit Mitte 2018 lebe und arbeite ich in Köln, verbringe aber die meiste Zeit vor dem Computer. Seit 2019 bin ich Junior-Member im BFF und seit Anfang 2020 bin ich Vertreter des Regionalbeirats in NRW. Ja, schwieriges Wort. In erster Linie mache ich Kunst, stelle sie aus und verkaufe sie. Ob ich deswegen Künstler, Kreativschaffender, 3D-Artist oder Visual Creator bin, das weiß ich manchmal selber nicht ganz genau. Gut zu wissen ist aber, ich bin Felix. Meine Kompetenz, fantastische Welten im digitalen, dreidimensionalen Raum zu kreieren, biete ich auch im Auftragsverhältnis an. Ich liebe es, im Team zu arbeiten und an Projekten mitzuwirken. In meinen Bildern beschäftige ich mich mit ganz vielen Themen. Meistens sind das Themen, die etwas unbequem sind. Zum Beispiel unsere teils gespaltene Gesellschaft in Deutschland. Das Ganze versuche ich dann zu visualisieren. Betrachten wir das Ganze doch mal etwas genauer. Bevor ich das, was ich im Kopf habe, visualisiere, wälze ich erst einmal dicke Bücher, um mich zu inspirieren oder recherchiere nach Zahlen, Daten und Fakten. Zum Beispiel, aus welchem Material so ein Verteilerkasten besteht. Dann wird das Ganze geordnet und aufbereitet und dann geht's ans Eingemachte. Erst wird das Ganze modelliert, dann texturiert und schließlich gerendert. Nach einigen hundert Kaffee durchgemachten Nächten entsteht dann so ein Bild. Das ist das, was ich mache. Und mit Blick auf die Uhrzeit sind wir jetzt schon am Ende des Videos. Hier gibt's noch meine Webseite und hier meine Mail.